Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Hospital. Man möchte immer eigentlich das drehen, die Kamera, aber das geht hier nicht. Ja, wir sind weiter in dem Ärzteansicht, da wir noch, ja, 11 Patienten behandeln müssen. Aber hier ist auch schon geklärt, was es ist. Braucht man keine Diagnose mehr, sondern noch das. Das machen die in der Chirurgie. Aber zack, ne? Dann doch hier an O. So, dafür müssen die mit Sicherheit einmal so stationär aufnehmen. Okay, das heißt, wir kriegen die Patienten auch nicht. Aber nicht ganz so schlimm. So. Das hier behandeln wir weiter. Mich habe ich auch noch drin als HNO hier, ne? Angst. Aber ansonsten. Man kann ja hier einen eigenen Mitarbeiter sozusagen generieren. Das haben wir getan. Das ist schon ein bisschen her. Und abgeschlossen. So. Aber es ist noch nicht raus, ne? So. Es gab eine Frage, wie man weiß, was. Ne? Es ging da halt darum, warum die nicht operieren, ne? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier sehen. Leider nicht. Man kann ja hier drüber gehen. Dann hat man sozusagen eine Lexika-Funktion. Und da gibt es. Da müssen wir mal gucken, wenn wir was finden, was. Operieren ist. Erstmal muss die noch ein bisschen. Also hier können wir jetzt gucken, wenn es so viele Möglichkeiten sind, hat man hier noch mal eine Ansicht. Kann jetzt gucken, was am meisten hier was ausschließen könnte. Ne? Hier Fieber, also Temperatur könnte man gut messen, abhören, versuchen. Irgendwo fahren wir noch Fieber bestimmt messen. Temperatur messen. Dann können wir schon ein bisschen ausschließen. Wir sind jetzt bei 8%. Das heißt bei wie viel haben wir hier? Das hier, ne, steht leider nicht da. Aber einige mögliche Diagnosen. Ach, das kann man halt hier damit ausschließen. So. Genau. Weil viele auch sagen, es gibt Bugs. Also den einzigen Bug, den ich bis jetzt festgestellt habe, der ist aber aufgrund von einem Mod, ist einfach diese Urinprobe, dass die nicht gemacht wird. Und deswegen Patienten teilweise dann lange halt da sind. Das merkt man dann, wenn sie sich melden, sind lange da. Dann sieht man, dass noch eine Urinprobe ansteht. Und die nimmt man raus. Aber es ist auch schon länger nicht aufgefallen. Ne? So. Kann auch sein, dass es behoben wurde. So. Maßnahmen für einen Patienten. Okay. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel, der ist Radiusfraktur ist gebrochen. So. Und da haben wir jetzt aber hier nicht viel außer Eisumschlag und hier. Das haben wir auch schon gemacht und dann kann jetzt nach Hause gehen. Dann haben wir den auch wieder behandelt, ne? Also 30 haben wir jetzt durch. Schönen Tag noch, Herr Feller. So, Maßnahmen abgeschlossen. Was haben wir hier? Haben wir auch Kniegelenk. Nur noch das bleibt übrig. So, und jetzt können wir hier einmal entzündungshemmende Creme. Empfehlung umsprechen und Sterilcreme. Dann haben wir hier etwas. Benötigt Arztschwester nicht verfügbar. Benötigt Ausrüstung nicht verfügbar. Und da steht benötigt ITS oder. So, jetzt müssen wir mal gucken. ITS. ITS ist doch das Intensivstation. Können die das machen? Nee. Was ging noch? Orthopädie. Dann gehen wir mal hier in die Orthopädie. Genau, da geht das. Ich vermute auch ganz stark, dass wir sie stationär aufnehmen müssen. Wenn du es nicht auswählst, stationär, dann sagt er später, muss aufgenommen werden dafür die Behandlung. Das ist Maßnahme abgeschlossen. So, hier haben wir jetzt zwei verschiedene, das können wir tippen. Würde aber immer sagen, geht hier rein und sagt, guck mal, was ist jetzt wichtig? Ermüdung. Ermüdung ist hier auch. Die kriegt man durch Befragung raus, ne? Auch Befragung. Von daher ist hier die Befragung. Wohl das Sinnvollste. Differentialdiagnose. Befragung. Ist noch offen, oder? Das hat sie schon gemacht. Das Beide ist wohl da. Okay, dann müssen wir weiter gucken. Haben wir noch hier einen Arm, einen Arm. So ein bisschen gucken, was ist das hier? Kriegt man durch Bluttest raus?
Bluttest. Auf Befragung. Aber dann hätten wir doch das hier oben schon. Bluttest würde ich eigentlich. Oh ja, das dauert so lange. Befragung, haben wir hier. Abtasten der Dings. Gucken, ob das noch offen ist. Können wir noch machen. Gucken, was sie gleich sagt, die Frau Zickmatt-Nagel, beziehungsweise die Ärztin. So. Ja, jetzt plus fahren wir jetzt langsam wieder das, also zu Richtung 0 erstmal, ne? Ist ja das Ziel. Was noch abgeschlossen? Leider nicht. Blutabnahme, okay. Muss halt doch nochmal Blutabnahme, mal gucken, ob es dann rausgeht. So, der Herr Kuhn, der möchte nur eine Covid-Impfung, soll er bekommen. Weil dann haben wir hier wenigstens auch eine schnelle Behandlung. Dann kann er nicht schon wieder nach Hause. Und er? Da wissen wir es noch nicht. Da müssen wir nochmal eine körperliche Untersuchung machen. Der Kuhn jetzt hin. Hier in der Liste. Ist wahrscheinlich schon nach Hause. So, die poppen ja wieder auf, ne? Wenn so in der Kantine ist gefühlt auch mehr los, aber die essen lieber an Stehen, glaube ich. Was dann abgeschlossen? Ach, das haben wir noch nicht raus. Differentialdiagnose, wenn es die Ärztin schon mal kann, dann soll es machen. Frei, haben wir da was gelöst? Ach, da haben wir nichts gelöst, ne? Entnahme. Was ist dann noch aus? Blutentnahme. Muss er da feststellen? So, jetzt haben wir hier einen Nagelpilz. Können wir das machen und dann eigentlich auch behandelt. Es müsste auch gleich hier das Haus kommen, sobald das erste gegeben hat, beziehungsweise wenn er am zweiten ist. Mal hier hin, ist auch noch ein bisschen mehr. Abhören, Untersuchung und Abtasten. Haben wir schon behandelt. 45. Oh, da fährt er raus. Frau Helfenritter. Erstmal so ein ab das können. Temperatur noch messen ist auch immer gut. Ja, so, jetzt können wir nach Hause schicken. Zack. 31, sehr schön. War auch alles gegeben, ne? Ja, ausgehend. War frei, na, ist noch nicht. Also nach Stuhlprobe eher aus. Da stand Stuhlprobe. Foto hier schön von in den Laboren, wollte ich es mal machen. Infekt oder Dings, also müssen wir nochmal Mundhöhlen, Temperatur messen und Mundhöhlen untersuchen. So. Frau Braun ist auch noch nicht durch, weil Krankenhaus muss eigentlich aufgenommen werden. Ah, hier ist es. Stationäre Aufnahme, okay. Jetzt soll ich mal ganz kurz hier das ausmachen. Dann gehen wir mal hier rein. So, dann möchte ich mal hier so ein bisschen was anderes fotografieren als immer nur
Wo wir da dran sind, das ist ja richtig, aber. Bogena. Okay, Nagelpilz auch. Wo der schon wieder rumgeht, ne? Also, könnten wir auch mal wieder schöner machen, ne? Auch noch was anderes. Sehr schön. So, Frau Frei. Das ist immer noch nichts. Sozial kriegt die was raus. Weiß haben wir. Nur Frau Frei. Auch nicht. CT, Röntgen. Eher so nach. Dann nehmen wir mal eine Uhr davon. Sie ist oben drin, okay. Sie ist da drin. Okay. So, sie kann nach Hause. Auch passend zum Schichtwechsel, dass hier keiner sitzt, was man vergessen hat, nach Hause zu schicken. Ne? Maßnahmen abgeschlossen. Da sind auch zwei. Ach, immer noch nicht. Nasenhöhlen, okay. Maßnahmen abgeschlossen. Das ist hier das, okay. Das muss hier, also muss das in der wahrscheinlich HNO. Überwachungsstation bestimmt. Jetzt das, was rauskommt hier. Denke mal Gripan-Effekt, oder? Erstmal die Frau Zicklings. Okay. Eine Prellung, tiefe Verletzung. Das sieht da schon durch körperliche Untersuchung. Er putzt sich noch die Hände. Jetzt ist dieser grippaler Infekt. Dann ab nach Hause ausruhen. Alles nein. Ne? Machen wir hier so gängiges Tasten. Mal gucken, was dann weniger ist. Guck mal, haben wir Fingerfraktur. Na gut, dass sie das feststellen konnte. So. Die können wir auch behandeln, sehe ich gerade. Ganz gut. Auch hier. Ja, müsste gleich durch sein. So, jetzt noch das letzte. Alles noch aus, ganze Medikamente planen und so. Und dann können wir nach Hause schicken, so. Jetzt können wir hier gucken, wer hier kommt. Oh. Der Herr Schimanski, wahrscheinlich beim Dreh verletzt. Kommt denn Elisabeth Zeiss, okay? Frau Ziegler. Aber sie hat auch noch einiges, ne? Hallo? Direkt Röntgen, oder? Differentialdiagnose. Ich hoffe, die wischen das gleich auf. Das sieht ja
nicht schön aus hier. Warte, ich wollte mal ganz kurz. Okay. So, dann gehen wir hier drauf. So. Prellung, Prellung, Prellung. Ja, alles nach obere. Einfacher Fieberfaktor. Rauskommen. Nee, eher. Jetzt mal eher das Röntgen. Okay. So, mal gucken, was hier rauskommt. Oh, frei, er hat jetzt auch noch nichts. Machen wir Röntgen mit Dings, ne? Mit Infusionszeug, wie auch immer das heißt jetzt. Mal lesen. Kontrastmittel so. Das hat der Auge gesagt. Wieder zurück, ne? Der macht das schon. Ne? So, was haben wir hier? Die Auswertung mitmachen. So, wir sind bei 34 Patienten. Gefühlt ist es viel mehr, ne? Also, was kommt da jeder Zwischenschritt, ne? Hier. Mal auch machen. Und dann. Okay. Dann kann er hier schon nach Hause gehen. Das kriegt man noch nicht mal als Arztmodusbehandlung durch. Schade. Ja doch, verneue sich jetzt doch. Wir sind übrigens im Plus, ne? Habt ihr schon gesehen, ne? Wird nach dem Schichtwechsel wieder anders aussehen, aber wir haben es zumindest, ne? Okay, jetzt haben wir hier auch. Die hat auch alles kommen. Sehr schön. Jetzt zahlt sich halt aus, was wir die ganze Zeit gemacht haben, ne? Auch hier, guck mal, können wir das. Geben wir alles, was Sinn macht und was wir in der Abteilung können. Ah, was noch abgeschlossen, aber wir haben immer noch nicht alles raus. Abhören, Körper untersuchen. Machen wir noch ein bisschen was. Warten ja heute nicht mehr so viele, ne? Dann können wir auch ein bisschen was tun jetzt. Haben wir noch 4 Patienten, ne? Ob wir die noch kriegen jetzt heute. Hoffe ich natürlich. Aber Maßnahme. Abgeschlossen. Ja, guck mal da. Das sieht gut aus. Dann können wir hier sagen, jo. Ist er noch hier, ne? Noch nicht raus, was ist. Machen die mit ihm gar nichts, ne? Warum machen die nichts mit ihr jetzt? Die Gliedmassenröntgen. Mein Gott. Naja. Vielleicht haben sie erstmal stabilisiert, kann natürlich auch sein. Weil das eigentlich als Maßnahmen dann auch da steht, ne? War ja ein bisschen was. Ja doch, da haben sie einiges gemacht, stimmt. Notfallversorgung. Stimmt. So, sie kann nach Hause. Sehr schön. 37. Ja, wir wollten eigentlich hier oben noch schön ausbauen, ne? Aber wir müssen auch erstmal hier das ans Laufen kriegen. Und hier diese Patienten, das bringt ja auch schon was, ne? Weil wir kriegen ja dann
Mache ja gerade die Aufgabe hier für die. Behandelt Patienten von Ärzten unter der Kontrolle der Assistenzarztmodus und erhöht die tägliche Patienten auf 25. Also von 19 auf 25 ist schon was, ne? So, okay, das ist noch einiges. Abtasten. Einfache Sitte. Okay, seht ihr das? Okay, da. Temperatur. Und Peak-Test so. Mal gucken, was da rauskommt. Diagnose. Durch, okay. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt 38 Patienten. Sehr schön. Noch zwei. Also wie gesagt, man kann es auch sich zwischendurch mal die Ärzte da nehmen. Wie zum Beispiel Steffen, werden wir die ganze Zeit nehmen. Wenn ihr möchtet, dass wir einen Arzt, also euch, dabei nehmen in den Ärztmodus dann dauerhaft. Also Steffen werden wir dauerhaft drin lassen. Und die anderen weiß ich gar nicht, ob sie noch zugucken. Ne? Aber bleiben jetzt drin, solange wir sie haben. Und wenn ihr eine bestimmte Person wollt, sagt mir es gerne. Sagt mir am besten die Position oder den Namen, den kriegen wir schon irgendwie raus. Oder zumindest in welche Abteilung ihr möchtet. So. Marke nur eine Covid-Impfung, selber schuld. Und dann go. So, jetzt müsste gleich 39 stehen. Für unsere Zahlen ist es okay, ne? Kennt man ja. So, dann kann sie nach Hause gehen. So, zack, okay. So, mich bewegen. So, was haben wir an Geld? 9000, ja. Ja, jetzt kommen nicht mehr die riesen Beträge jetzt. Bis zum Schichtwechsel um 20 Uhr, glaube ich, ne? Aber wir sind im Plus, das ist erstmal wichtig. Auch viele angekündigt. Essen, trinken, gut versorgt. Der ist auch jetzt bei Bestellausschreibungen. Sieht man immer mehr, dass zumindest wenn es gibt, Kantinen angepriesen werden wieder. Und für mich ist es halt auch jetzt klar, ich möchte keinen Job mehr mit 100% Homeoffice. Mit einer Homeoffice-Regelung für bestimmte Aufgaben, okay. Kann man sich dann erarbeiten, aber erstmal möchte ich im Unternehmen ja festig sein, mich zurechtfinden. Ne? Ist zumindest meine Einstellung. Mal gucken. So, da ist eine OP, steht da an. Hier steht jetzt auch dabei, ne? Das ist ein medizinischer Chirurg und noch ein medizinischer Chirurg. Bedeutet, der braucht zwei Operierende. Allgemeinchirurg. Genau. Benötigt Personal. Das heißt, man muss dann halt nach Personal hier gucken. Das ist das, was ich eingangs sagen wollte, ne? Und von daher, so hatten wir es ja bei der HNO in der Einfolge, musste ich auch noch einen Operierenden einstellen und schon ging's. So. Was wollten wir jetzt? Ach genau, wir müssen hier Chirurg. Das heißt, das müsst ihr eigentlich dann. Ja. Da wird ihr auch mit Sicherheit rein in stationär müssen. Überwachung. Okay. Eine Einweisung müssen wir trotzdem machen. Das andere war, glaube ich, nur Überwachung. Dings, okay. Ein Patient noch. So, ist er das? Nee, lange nicht. Also wir könnten schon die Symptome hier bekämpfen, die er hier hat, ne? Reizbarkeit, Ermüdung. Oh, wir haben hier noch nichts. Ich weiß, ob die sortiert werden, aber. Auch die sind schön geworden. Die kommen viel zu selten. Die Radiologie aufs Foto, ne? Aber wir sind auch schon wieder bei 24 Minuten. Ich wollte eigentlich noch den letzten Patienten reinkriegen. Mal gucken, ob wir noch schaffen. Was ist mit dem hier? Das ist eher, ne? Haben wir hier keine Patienten mehr. Der Herr Hofer. Nicht genug tragen, okay.
Nicht zu wenig tragen da oben. Durch hier, ne? Oh, hier haben wir noch eine hin. Trage. Noch das Geld für eine unten drunter, die hatten auch sich beschwert. Mit der chirurgischen. Und noch hier eine hinmachen. Und noch tiefer ist dann. Ne, das ist schon die Dings. Da kommt jetzt noch eine hier hin. Ne, es geht schon weiter. Aber wir müssen. Dass sie überall mal eine Trage hingestellt haben. Die sind ja nicht super teuer, die Betten sind teurer. Wenn man natürlich kein Geld hat, ist es auch teuer. So. Kriegen wir dich noch, der Herr. Sieht aus. Weil es sind 20%, aber. Sieht auch böse aus. Ja, als blauer Patient direkt. Base Rekonstruktion, okay. Nicht schön, ah. Ach guck mal, da sind jetzt auch noch, gucken, er wird untersucht, das ist schon weniger geworden. Maßnahmen abgeschlossen, aber noch nicht ganz, ne? Inspektion Mundhöhle und dann Auswertung. Mal gucken, ob das was bringt. Ja, überwachter Patient kollabiert, wusste ich. Okay. Gut, für alles abgeschlossen, ne? Ist auf jeden Fall die Weisung ITS, da kriegen wir nicht. Bin gerne in die ITS eingewiesen. Aber. Ah, hat er schon gemacht. Ah, deswegen. Die Intensivstation, ne? So, haben wir die 40? Ne. Die stellen sich ja hier noch an, beide. Mal gucken, wer eher was wird hier. Wenn nichts wird, wird. So, Auswertung. Auch noch eine Befragung. Erik. Ah ja, mal jetzt ein. Guck mal. Auch gleich kriegen, oder? Ja, egal, wir brauchen ja nur noch einen. Und dann kriegen wir mehr Patienten. Das ist schon mal gut, ne? Und dann verabschiede ich mich schon mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen, die Folge. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ich bin hier, nach unten.